Hallöchen, ich habe mich hier ein bisschen versteckt vor meinen Kindern, weil ich habe eine Schandtat vor heute. Die essen mir ja alles weg, das ist unmöglich. Und ich habe mir jetzt ganz heimlich was besorgt und das opfere ich mich jetzt und esse das. Ja, kennt ihr die von Veganz? Das ist ein saumäßig leckerer Riegel und ich habe den noch nie erwischt. Ich habe den echt schon x-mal gekauft, aber immer wenn ich komme, dann sind die weg. Und den habe ich mir jetzt im Kühlschrank versteckt gehabt, weil da sucht anscheinend niemand, ja. Das ist ein Riegel mit einer saftigen Kokosfüllung und ja, den werde ich jetzt mal für euch probieren. Ich packe den mal aus. Also der ist vegan, da ist das vegane Siegel drauf. Falls den jemand von euch kennt und schon mal probiert hat. Lasst mich das wissen. Ich hoffe, es ist etwas so in die Richtung wie Bounty. Bounty mochte ich immer ganz gerne. Okay, das sieht so hell aus. Ich dachte, das sind so Stücke. Oh, das riecht so lecker. Okay. Oh Gott, ist das süß. Kokosfüllung. Boah. Ich habe, glaube ich, schon ewig keine Schokolade mehr gegessen. Also die Datteln in Schokolade. Das war echt eine Sünde. Oh, lecker. Und das knirscht, wenn man drauf beißt. Meine Blume. Ja, das macht schon ziemlich glücklich. Das brauche ich heute. Eigentlich hätte ich heute meinen Garten machen sollen, aber hatte irgendwie keinen Bock. Ich habe die ganze Zeit irgendwas anderes gemacht und jetzt belohne ich mich auch noch mit Schoko. Hört man das? Das knirscht. So wird es nichts mit dem Abnehmen. Aber ich nehme trotzdem ab, komischerweise. Also seit ich die Ernährung umgestellt habe, pro Monat nehme ich 1 Kilo ab. Und ich muss gestehen, ich habe ja auch diese Datteln genascht oder ich habe auch Popcorn mit Zucker gegessen. Gut, das hier hat jetzt natürlich Fett, aber ich nehme trotzdem ab. Vielleicht nicht so schnell, aber 1 Kilo pro Monat, mei, kann ich mir mal einen Schokoriegel reinhauen. Ja. Esst Schokolade immer heimlich. Vor allem, wenn ihr noch kleine Kinder habt. Wenn die das einmal wissen, wie das schmeckt. Oh, das ist total lecker. Was ist so? Ist da Vanille drin oder was? Das ist echt lecker. Also man könnte den ganzen Riegel essen. Ich glaube, ich esse den auch. Wie viel Fett hat er denn? 42 Gramm in 100 Gramm. Und der Riegel hat 40 Gramm. Na, das geht doch. So viel Fett ist es auch wieder nicht, ne? Okay, ich habe das Vergnügen mit meinem Riegel. Und ich kann euch den empfehlen. Die haben auch noch andere Riegel. Da gibt es auch noch so einen gelben. Die sind, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene. Ich habe den vom DM. So sieht das aus. Ja. Kann ich euch empfehlen. Produkttest. Ich sag mal, ciao. Verratet mich nicht und esst eure Schokolade immer heimlich. Okay? Bye.